Die diesjährige Fastenzeit und gerade der diesjährige Karfreitag hat durch die Ereignisse der Pandemie einen ganz besonderen Charakter bekommen. Die Frage nach dem Leid steht im Mittelpunkt des Denkens unserer ganzen Gesellschaft. Ängste umfassen uns. Und genau das ist ja auch die Situation, in der sich Jesu am Karfreitag befand. In seinen letzten Worten sagte er: Vater, warum hast du mich verlassen? Wir haben im Christentum einen Gott, dem das Leid und auch das Gefühl der Verlassenheit nicht fremd ist. Ja, es heißt, Christus musste leiden, um einzugehen in die Herrlichkeit. Und ich glaube, kaum in den letzten Jahrzehnten konnten Menschen unserer Breitengrade dies so nachvollziehen wie gerade in der jetzigen Situation. Es ist für uns Gelegenheit, über Leid und Not und Elend genauso nachzudenken wie über Transzendenz und Spiritualität, die uns eine lebenshelfende Brücke bauen können in der Bewältigung mit diesen Bedrohungen.